Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rhythmustrainingseinheit. Das ist die vierte Rhythmustrainingseinheit und es wird sein die Rhythmuspyramide ternär oder triolisch. Wir sprechen auch gerne von Swing, von Shuffle oder von Dreierfeeling. Rhythmuspyramide ternär. Ja, manche fragen sich, ja, warum macht denn der eigentlich keine Puppets, Bauchredner, Show, Videos mehr? Doch, mache ich schon noch, natürlich. Ich bin Musiker, Musiklehrer und Bauchredner und ich mache zu beiden Themen Videos auf diesem Kanal. Wenn du jetzt bei dieser Übungssession mitmachen möchtest, bei der Rhythmuspyramide ternär, dann solltest du das zweite Rhythmustraining, das wir gemacht haben hier auf dem Kanal, da geht es um Triolen, das solltest du mitgemacht haben, das solltest du können oder du solltest von Haus aus mit Vierteln, mit Triolen, mit swingenden Achteln gut vertraut sein und dann bist du hier genau richtig. Das sind die Notenwerte, um die es geht. Nochmal der kurze Hinweis, das haben wir auch in der zweiten Rhythmuseinheit erarbeitet. Es gibt grundsätzlich für die Triolen diese drei verschiedenen Handsätze, Stickings, Handreihen, Folgen. Die solltest du auch alle drei, ja, wenigstens im Ansatz können. Auf jeden Fall das erste. Prima. Ich zeige euch jetzt hier die große Rhythmuspyramide triolisch. Da geht es oben los mit ganzen Noten, dann zwei halbe Noten, die vier Viertelnoten. Ja, und dann kommen die Achtelnoten und die Achtelnoten hier sehen aus wie normalerweise immer auch. Aber es gibt diesen kleinen Zusatz hier oben, da steht, gerade Achtelnoten aufnotiert entsprechen einer Triole, wo der mittlere Schlag fehlt. Mit dieser Angabe bewaffnet, das haben wir auch hier drüben für die untere Zeile, mit dieser Angabe bewaffnet verwandeln sich gerade aufnotierte Achtelnoten in die sogenannten swingenden Achtelnoten. Die swingenden Achtelnoten siehst du hier. Eine Triole, wo der zweite Schlag fehlt. Auf diesem Blatt ist das gleiche Dilemma wie vorher. Die kleine Angabe nicht übersehen. Und aus geraden Achteln werden swingende Achtel. So, wir starten jetzt gleich wieder ins Training. Ich spiele euch jetzt die ternäre Pyramide vor. Ihr hört mal einfach ein bisschen zu und dann steigt ihr ein, spielt mit. Und im zweiten Set machen wir es wieder im Ping-Pong. 1, 2, 3, 4. Viertel, die swingenden Achtel, die Triole, Triole, Triole und wieder swingende Achtel. Da, die Jazzer, die zählen gern so. Da, da, ba, du, ba, da, ba, du. Sehr gerne die Jazzer. Herkömmliches Zählen.
Yes! Ready, wir haben es gemacht. Top. Fällt dem Redi gleich die Pyramide um. Redi, wie gefällt dir eigentlich unser neuer Strand? Wir sind ja extra für diese Einheit, sind wir ja extra auf einen neuen Karibikstrand gezogen. Wie findest du den? Das ist super, sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, Leute, jetzt wird es wieder interaktiv. Ich spiele die Pyramide einen Durchlauf vor, das heißt die vier Viertel, dann die swingenden Achtel über vier Beats, dann die Triolen über vier Beats, dann wieder zurück sozusagen, die swingenden Achtel und dann seid ihr dran. Also wir spielen von oben nach unten und wieder zurück und dann kommt der Wechsel. Das kriegt ihr schon mit, ich sag's euch an. Here we go. A one, two, three, ich fange an. Achtung, und jetzt kommst du. Und jetzt komm wieder ich. Und wieder du. Und jetzt komm ich. Und zum Schluss kommst wieder du. Okay, alright. Ready, wir haben es gemacht, triolisch. Ach super, sehr gut, sehr gut. Haben Sie sehr gut gemacht. Okay, super. Kleine abschließende Bemerkungen, auch wie schon in dem letzten Video. Bitte spiel nicht ein Leben lang nur auf 70 BPM, sondern änder auch das Tempo. Merk dir, wenn du möchtest, dieses Bild, das gibt es auch im Binär, wenn du diese zwei Pyramiden, die kleine binäre Pyramide und die ternäre Pyramide. Wenn du das im Kopf hast und ein Metronom hast, dann hast du bei jeder Übersession, die du beginnst, in irgendeinem Tempo, 2-3 Minuten, ein perfektes Timing-Warm-up und dein Timing wird insgesamt immer besser werden. Das nächste, was einfach unglaublich challenging ist, wenn du das Metronom nicht die Viertel und nicht die swingenden Achtel und nicht die Triolen piepsen lässt, sondern wenn du das Metronom die halben Noten piepsen lässt. Für die Doppelpros unter euch, du kannst die halben Noten dann so interpretieren, dass sie auf der Zählzeit 1 und auf der Zählzeit 3 sind. Du kannst aber auch die halben Noten sozusagen so interpretieren, dass sie auf 2 und auf 4 sind. Hey, aber das ist wirklich was für die Doppelpros. So, hier sind einfach nochmal die halben Noten.
Also man muss immer selber jetzt diese lange Strecke durchtreiben. Ich finde das klasse. Bei den Triolen muss es so sein. So, ich probiere es mal. Wer Lust hat, spielt gleich ein bisschen mit. One, a two, a three, a four. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Meine nächsten Videos werden garantiert jetzt wieder so Puppen-Bauchredner-Spaß-Videos werden. Die Rhythmus-Trainings 1 bis 4, das ist jetzt zunächst mal eine schöne abgeschlossene Einheit. Die packe ich in eine Playlist, die nennt sich Rhythmus-Training. Und es wird bestimmt auch weitere Rhythmustrainings geben in der Zukunft. Wenn ihr dazu Anregungen und Wünsche habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich schaue mal, ob ich drauf Rücksicht nehmen kann und ob ich die Zeit habe. Ja, also hat wahnsinnig Spaß gemacht, hier in der Karibik zu sein.